Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty Black Ops. Mein Name ist Smokey und im letzten Part ist das Game abgekackt. Hoffen wir, dass es diesmal nicht tut. Ich habe jetzt bisher wieder nachgespielt vom Anfang an des Ausbruchs. Und ja, mal gucken, mal hoffen, mal sehen. Wir beschützen den Kerl ein bisschen hier. Ne? Wir sind durchgebrochen! Rückzug! Nalan, schnell, Mason! Der Tresor muss auf, sofort! Bam! Schön kaputt. Bam. Schön kaputt. Ach, Granatenwerfer sind toll. Bam. Schön kaputt. Da kommt einer. Achtung, 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 Achtung. Bam. Das war daneben. Schau mal, hier auch so ist. Oh, shit. Ist ja ein toller Anfang. Schön mal auf die Fresse bekommen. Ei. Ah, ja, ja. Gut, dann nochmal von vorne. Schon, jetzt schon mal Granaten anladen. Diese Panzerarschköpfe sind richtig böse. Zwar noch nicht mal annähernd so schlimm wie die Juggernauten in Modern Warfare 2? Oder 3? 3 war das, glaube ich. Ja, pass mal auf, wo kommt er? Kommt er? Bam, tot. Nachladen. Bam, tot. Nachladen. Bam, tot. Nachladen. Bam. Tot! Na, laden. Halten Sie sie ab, Mason! Schon noch ein. Also, wie viele? Warum habe ich eigentlich so viele Granaten, frage ich mich. Ich glaube, das sind Deskripte, dass die immer wieder kommen, kann das? Feuer konzentrieren! Ja! Mason! Nehmen Sie die Waffe! Benar. Oh, shit. Ja, aber nicht gegen meine Granatwerfer-AK. Die hätte ich schon gern noch. So. Wo seid ihr, Säcke? Guck mal her, du. Ein scheiß Minigun. Kannst du mich mal am Arsch lecken. Au. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sag mal was. Weiß noch. Weiß noch, das bin ich, auf den draußen nicht schießen. Schießt doch schon auf die Autos und alles, Mann. So, alles in die Luft jagen hier. Aua. Ach, das ist aber schon unten, okay. Ihr schützt euch irgendwie auf der falschen Seite vom Auto, Mann. Kann das? So, da ist auch Schluss. Für die Ehre. Für meine Minigun, Mann. Die ist geil. Au, oh, verpiss dich. Na, noch was? Nee, da einfach mal wieder. Oh shit. So viele Schüsse überall her. Das ist gar nicht nett. Oh, stirbt noch einer. Stirbt noch einer, läuft noch einer. So. Einfach mal Schritt für Schritt. Weiter gehen. Auto? Nicht mehr? Hat sich erledigt. Ich würde es gar nicht schaffen, ohne dass mir die Munition ausgeht. Auto! Nimm her! Auto! Nimm her! Auto! Nimm her! Rote Fässer haben ein kleines Bumm gemacht. Noch ein Auto! Yay! Oh shit! Das ist nicht gut. Sie setzten Tränengas ein. Ich bekam keine Luft. War Christoph da noch bei Ihnen? Er war immer bei mir. Ach, die Tür wird sie nicht ewig abhalten. Wir haben wenig Zeit. Innerhalb dieses Schreins, der heuchlerischen Dekadenz von Volkutas Anführern, liegt der Schlüssel zu Schritt 8. Ein Motorrad. Freiheit. Okay, Reznov. Bin dabei. Darf ich selber fahren? Ja, darf ich. Ich darf selber fahren in einem Call of Duty.
Holy Mother of God. Muss ich lang? Ah, da, okay. Na los, Mason! Schneller, schneller! Schneller, schneller! Da ist der Zug! Schnell, Mason! Ich find's cool, einfach mal so Auto-Aim. Und Auto-Aim ist OP, einfach mal links gedrückt. Kampflos lassen die uns nicht ziehen! Weißt du, ist klar, dass die uns kampflos nicht ziehen lassen. Und tschüss. Hey, jetzt waren wir mit einem Schuss, das war gut. Oh. Ich bin durch einen Pfeiler durchgefahren. Sehr schön. Und tschüss. Ja, das ist zwar stylisch weggerollt, das bringt nichts hier gegen meine Superpistel. Whoopie! Patsch! Wow. Das ist ja nicht treffen, wundert mich. MG! Auf den Trab! Schieß doch schon drauf, müssen alle an. Da ist doch gar nichts mehr drauf. Los, ans MG! Vor allem fährt der Typ weiter, das ist ja das Geile. Achso. Dankeschön. Den nächsten. Oder ein Heli oder irgendwas? Draufhalten! Bin dabei. Heli, weg. Motorräder, weg. Alles weg. Alles meins. Weg, weg, weg. Keiner will was. Weg. Wie viele Menschen, die da haben? Zwei Leute, die. Oder gut, wenn man ins Gefängnis ausbricht. Aber trotzdem! Da! Wir sind die einzigen zwei. Okay. Springen Sie, Mason! Springen Sie! Und? Holy shit. Los, Mason! Los! Los jetzt! Na los! Schritt 8, Reznov! Freiheit! Für Sie, Mason! Reznov! Eine gute Reznov. Und dann habe ich Viktor Reznov zum letzten Mal gesehen? Ja, für eine ganze Weile. Sie haben mich getestet. Ich ließ mich nicht brechen. Ebenso wenig wie jetzt. Die Regierung wollte Dragovic. Sie wollten, dass sie ihn töten. Und es gab noch andere. Andere, die ich töten sollte. Wie? Ich frage mich langsam, wie ich davon höre, weil davon habe ich keine Ahnung. Bin mal gespannt. Und jetzt haben wir erstmal wieder schön weißes Bild. Auf Weisheit. Da. Übertragung Nummer 0. Kennung Echo. Nationale Sicherheitsbesprechung. Priorität 1. Beordern Sie Mason Alex ins Pentagon. Okay. Wir sind im Pentagon. Oder so. Sie erhielten eine Freigabe und wurden ins Pentagon beordert. Jason Hudson war mein neuer Kontakt. Da wären wir. Wieso das Pentagon? Hudson konnte es mir nicht sagen. War streng geheim. Ihr Konvoi ist bereit, Sir. Willkommen im Pentagon. Finde ich nett, danke. Wir sind spät dran. Dann steigen wir mal ein in die nette Limo. Minister McNamara. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Sir. Geben Sie Gas. Schön mit den fetten Motorrädern vor uns. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. Sein Name ist Dragovic. Wie ich höre, kennen Sie sich bereits. Wann soll ich ihn töten? Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Verstehe nicht, warum die Musik in den Cutscenes immer noch so leise ist. Keine Ahnung. South Pentagon. What the fuck? Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten. Mich zu beobachten.
Damals konnte man niemandem vertrauen. Manchmal nicht mal sich selbst. Deshalb sind wir hier, Mason. Hier treffen Sie die besten Menschen der Welt. Um herauszufinden, ob wir ihnen trauen können. Rund um die Uhr. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Das ist ein Ei, ei, ei. Ich war im Pentagon. Sofort, Sir. Freigabe Prospero. Ehrenhafte Helden. Ich erinnere mich. Ich habe ehrenhafte Antwort. Und bekam sie nicht aus dem Schädel. VIPs. Er wartet. Irgendwas hat an mir genagt. Was, Mason? Das Nervenzentrum. Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Schritt 2. Aufstieg aus der Dunkelheit. Schritt 3. Feuerregen. Sie näherten sich ihrem Ziel. Stets es hat funktioniert. Überwältigend, nicht wahr? Noch nicht. Sikorax. Diese Zuflucht wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Mr. President? Agent Mason. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich. Was geht jetzt ab? Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Der werden Sie sein müssen. Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Außer, dass wir ihn kurzzeitig erschießen wollten, nichts Unnormales. Ihr Wissen, was sie rausgefunden hat. Operation 40 hat einen Doppelagenten eingesetzt, der mit der Ascension-Gruppe arbeitete. Grigori Weaver. Er sollte dort die Rakete sabotieren. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, Mason. Ich bekomme diese verdammten Zahlen nicht aus meinem Schädel. Und mal wieder Weisheit. Ein sehr weises Spiel. Badum-tisch. Ja, ganz viel Weisheit. Ja, sind wir mal gespannt, was uns noch so erwartet. Außer in meinem Fall ein weißer Bildschirm und bunte Zahlen, die für mich die FPS deuten und sich auf und ab bewegen. Präsidentenbefehl Nummer 8-5, Kennung Zulu. Balkonur UdSSR, da habe ich nicht mehr lesen können, Mason. Ja, okay. Toll. Ah, müssen wir infiltrieren. Ein Zeichen vom Weaver. Wir müssen los. Ja, gehen wir los. Los, bleiben, Mason. Woods. Auf geht's. Na los. Bin ich sonderlich schnell? Whiskey, komm zurück. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Over. Roger. Roger, over. Und sind die Zeiger von Mason. Over. Na los. Roger, over. Roger, over.
Roger. Oder so. Ich kann nicht schneller laufen. Ich weiß nicht warum. Kein Bock wahrscheinlich, der Mason. Ach du Scheiße. Nein, 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 da ist was faul. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Yankee 1-3, Bericht. Wie war Funkstille? Mal sehen, was da draußen ist. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Sieh's dir mal an. Guck ich mir an, sofort. Wo ist die Straße? Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Oh, ins Auge. Verdammte Scheiße! Team Whiskey schon in Position? Roger, X-Ray. Whiskey hat die Straße im Visier. Wir haben sie erwischt. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Zu viele Helikopter hier. Okay. Los geht's. Ja, nee. Los geht's nicht. Nicht für uns, denn wir sehen uns erst wieder im nächsten Part. Mein Name ist Smokey und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer ihr gerade sonst habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr keins verpassen wollt, macht mir, gebt mir, schenkt mir ein Abo, was auch immer. Bis dahin, euer Smokey. Bye-bye. Aufnahme. Ausgehen. Hallo. Aufnahme, geh aus. Hörst du auf? Hallo. Wo kann ich die Aufnahme nicht ausmachen? Geh aus. Bitte. Drück auf die Taste fürs Ausmachen. Toll, super. Warum geht's denn nicht aus?